Unglaublich, nächste Woche schon der erste Advent und somit neigt sich das Jahr so langsam dem Ende entgegen. Und eigentlich hatte ich für dieses Jahr noch so viele tolle Videoideen, dass ich die gar nicht mehr umsetzen kann und dass wir die leider auf nächstes Jahr verschieben müssen. Aber das Jahr, das rennt im Moment wirklich so schnell an einem vorbei. Es hätte wirklich vorgestern sein können, als ich das erste Video auf meinem Channel hochgeladen habe. Oder gestern, als ich weiß nicht, auf der Gamescom war. Fliegt so schnell an uns vorbei, weswegen ich das heute einfach mal in diesem Video thematisieren wollte, warum das so ist, warum das Jahr denn von Jahr zu Jahr einfach schneller vergeht. Viel Spaß! Wie gesagt, die Zeit vergeht im Moment so richtig schnell irgendwie. Man braucht nur mit den Augen zwinkern und schon ist das Jahr vorbei, so habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, woran das liegt. Und sagen wir mal, als ich noch in der Grundschule war und wir irgendwie einen Monat vor Weihnachten hatten, boah, da habe ich immer Wunschzettel geschrieben, so schön. Und dann, boah, noch, ach, keine Ahnung, noch 24 Tage, bis ich dann endlich das und das Geschenk bekommen habe. Das hat sich so ewig angefühlt. Und jetzt rennt die Zeit quasi an einem vorbei. Das ist unglaublich. Eigentlich kann das ja gar nicht so sein, denn ein Tag hat ja 24 Stunden, die Woche hat 7 Tage und das Jahr hat meistens 365 Tage. Das ist für einen 5-Jährigen so, das ist für mich so, das ist für einen 30-Jährigen so, für einen 50-Jährigen und für einen 80-Jährigen so. Da kann man eigentlich nichts dran ändern. Nur irgendwie hat jeder Mensch, finde ich, ein unterschiedliches Zeitgefühl. Bleiben wir mal beim Zeitgefühl. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie lange wir insgesamt schon gelebt haben. Ein 5-jähriges Kind hat gerade 5 Jahre gelebt. Für dieses 5-jährige Kind ist ein Jahr also schon ein Fünftel seiner oder seiner, ja, sagen wir seiner Lebenszeit. Also 20%. Deswegen geht das Jahr für das 5-jährige Kind, glaube ich, viel langsamer zu Ende als für mich zum Beispiel. Ich bin 15. Ich habe dann schon, oh, jetzt muss ich auf die Notizen gucken. Ich habe 15 Jahre gelebt und für mich ist dann ein Jahr nur noch circa 6% und das ist dann doch schon deutlich weniger als 20%. Und deswegen hängt das, glaube ich, auch damit zusammen, wie lange man insgesamt schon gelebt hat und wie viel Prozent dann für ein Jahr ist. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal der einzige Grund. Ein weiterer Grund könnte sein, dass ich jetzt zum Beispiel vor allem im letzten Jahr und in diesem Jahr, die gingen so schnell vorbei. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich jetzt YouTube-Videos mache und durch YouTube wirklich, ja, ziemlich viel Zeit für YouTube dabei im Moment drauf geht und dass ich halt was zu tun habe. Sagen wir mal, vor 3 Jahren, als das Wetter schlecht war, dann konnte ich nicht rausgehen, Fußball spielen oder Training ist ausgefallen, dann saß man hier vorm Fernseher oder vor seinem iPad und ja, hat sich sozusagen gelangweilt. Und so jetzt, wenn jetzt zum Beispiel mal Training ausfällt, dann denke ich mir, oh, Training fällt aus, okay, dann kann ich noch das und das Video schneiden. Ich habe jedenfalls dann eine Beschäftigung und wenn man eine Beschäftigung hat, geht die Zeit auch immer schneller rum, als wenn man keine hat. Und das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen damit zusammen. Das Beispiel Schule können wir da an dieser Stelle auch mal gut nehmen. Sagen wir mal, bei mir ist das meistens so, eine Biologiestunde geht irgendwie nie zu Ende. Aber wenn ich dann Chemie habe, die ist dann nach einem Augenzwinkern schon vorbei. Deswegen, Biologie mache ich nicht so gerne, da dauert es dann, bis die Stunde rum ist. Und Chemie mache ich gerne und da ist die Stunde sofort wieder rum. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen damit zu tun, wie gerne man irgendetwas macht. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, ihr habt alle irgendwas, wo ihr euch total langweilt, wo die Stunde gar nicht rumgeht und dann anderen Mal geht die Stunde richtig schnell rum, kennt jeder. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir wirklich immer weniger Zeit für tolle Momente haben, denn wie ich am Anfang erklärt habe, desto älter wir werden, desto schneller geht die Zeit voran und deswegen sollte man wirklich jeden Moment genießen und wenn man im Urlaub ist, sollte man dann auch, ja, dass die Zeit eben genießen, denn der 2-wöchige Urlaub kommt einem von Jahr zu Jahr immer, ja, kürzer vor und deswegen sollte man das echt genießen. Oder ist beim Urlaub ja oft so. Sagen wir, du fährst 2 Wochen in den Urlaub, die erste Woche, ja, die ist ganz in Ordnung, du machst das und das und das. Und dann die 2. Woche, da denkt man dann doch schon mal wieder so ein bisschen an zu Hause, wobei man eigentlich doch gar nicht nach Hause will und aber trotzdem der Flug ist dann guckt man doch schon im Internet, ob das Flugzeug denn auch wirklich geht und sowas. Und dann beschäftigt man sich halt wieder mit zu Hause und dann vergeht die Zeit auch irgendwie viel schneller als in der ersten Woche. Von dir würde ich aber jetzt ganz gerne nochmal wissen, wie das mit dir und dem Zeitgefühl ist. Findest du auch, dass das Jahr wirklich so
an einem vorbei rauscht, anstatt wie eine Schnecke so ganz langsam hier. Gut, ich lasse es mal lieber. Wird mich auf jeden Fall mal interessieren. Ist, glaube ich, ein ziemlich interessantes Thema, was ich mir da heute mal ausgesucht habe. Ansonsten bin ich auch schon fertig für heute, denn macht lieber was Besseres, als meine Videos anzugucken. Ihr werdet immer kürzeres Zeitempfinden haben. Dafür jedenfalls hier oben kommst du zu meinem letzten Video. Da ging es um technische Probleme, dass ich im Moment ja nicht so gut Videos schneiden kann, beziehungsweise die nicht so schneiden kann, wie ich die eigentlich möchte. Ich habe jetzt übrigens eine Alternative gefunden, aber damit will ich keine Follow Me Around schneiden, weil ich mein richtiges Programm nicht verlieren möchte. Aber egal, hier unten kommst du zu meinem vorletzten Video. Da ging es, glaube ich, kurz mal gucken. Ne, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich habe hier das Skript. Warte mal, wieder eine ziemlich lange Endcut. Ein halber Punkt ging es darum, da habe ich mich drüber aufgeregt, dass mir in, ich glaube, Mathe war es, hat mir ein halber Punkt zu einer 1 gefehlt und das habe ich in diesem Video dann thematisiert. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du das mit einem Daumen nach oben bewertest, sowie an dieser Stelle hier abonnierst, falls du das noch nicht getan haben solltest. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche zu einem neuen Vlog. Freut euch drauf, ich habe da was Tolles vorbereitet, die Adventszeit beginnt. Seid gespannt. Bis dann, Freunde. Tschüss.